Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Andrea und heute praktizieren wir eine herzöffnende Yoga-Sequenz. Wir atmen dynamisch und bewegen uns dynamisch. Und am Ende habe ich eine Peak-Pose für dich, das Rad Urdhva Dhanurasana. Es ist sehr fortgeschritten, diese Haltung. Also du kannst auch gerne die erste Variante wählen. Oder wenn du dich heute herausfordern möchtest, auch gerne eben die Peak-Pose. Und ganz nach dem Motto, ich öffne mich für neue Möglichkeiten oder du findest deine ganz eigene Intention, um dein Herz weit zu machen und ihm Raum zu schenken. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns starten. Wir beginnen im Sitzen. Du hast einen aufrechten Sitz gefunden und bringst beide Hände auf dein Herz und schließt dann deine Augen. Schenk dir ein paar tiefe Atemzüge in den Herzraum. Spür, wie sich dein Brustkorb hebt. Und in der Ausatmung senkt. Und dann nimm hier einmal ganz bewusst die Verbindung zu deinem Herzen wahr. Und spüre, wie es dir geht, was ist gerade präsent. Im Yoga sagt man, dass man mit Klärung, Energielenkung und Fokus Ziele erreichen kann. Es ist alles eine Ausrichtung der Energie. So nimm dir Zeit, deine Intention zu setzen. Wir wollen heute unserem Herzen mehr Raum schenken. Vielleicht möchtest du in die Dankbarkeit gehen für das, was bereits ist und alles, was noch kommt. Oder dir den Raum zu geben für neue Möglichkeiten, die in dein Leben kommen. Finde deine Intention. Und nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug und öffne dann deine Augen und komm von hier aus ins Kind Balasana. Leg deine Stirn ab. Und spür mal ganz bewusst jetzt, was du abgeben kannst. Die Schultern entspannen sich, dein Gesicht weich. Und dann bring die Hände zusammen über deinen Kopf in Namaste, dass die Fingerspitzen nach oben zeigen und spüren die Dehnung deiner Schultern. Dann in der nächsten Ausatmung legst du die Hände wieder zurück, rollst dich langsam auf, Wirbel für Wirbel und kommst dann in den Fersensitz und von dort aus bringst du deine Füße auf die linke Seite, dein Gesäß auf die rechte Seite, bringst in der nächsten Einatmung den rechten Arm über dein rechtes Ohr und ziehst dich aber ganz lang in deiner Flanke und spürst die Flankendehnung. Die linke Hand ist bequem aufgelegt und du spürst nochmal mehr in dein weites Herz, was ich jetzt hier öffnen darf. Sehr schön, schau gerne nach oben zur Decke. Dann komm wieder nach vorne zurück und wir wechseln einmal. Du kannst die Füße jetzt auf die rechte Seite bringen, während der linke Arm ganz lang über dein linkes Ohr zieht und du nimmst auch hier die Flankendehnung wahr und spürst mal ganz bewusst jetzt in diesen Raum in dir, der entsteht, wie dein Herz auch hier sich ausweiten darf. Und dann komme in der nächsten Einatmung zur Mitte, in dein Gesäß auf die Fersen, in den Fersensitz. Die Finger hinter dem Rücken verzahnen, die Schulterblätter kommen zusammen. Du darfst die Ellenbogen leicht anbeugen, um hier noch mehr Raum zu bekommen im Brustkorb. Dann lässt du dich in der Ausatmung nach unten sinken, Stirn auf die Matte legen, die Faust zeigt nach oben für die Schulteröffnung. In der Einatmung komm jetzt ganz sanft nach oben in den Kniestand, schieb dein Becken nach vorne und die Schultern nach hinten unten. In der Ausatmung legst du dich wieder zurück, Stirn auf die Matte, die Faust zeigt nach oben. Nochmal dynamisch. Einatmen, Herzraum weit, Schultern ziehen zusammen. Ausatmen, Wirbel für Wirbel ablegen, die Stirn ganz zum Schluss am Boden zurücklegen. Nochmal tief einatmen, füll dich mit Luft und Energie. Und in der Ausatmung lässt du dich wieder nach unten sinken, die Stirn ablegen. Einatmen, noch einmal auftauchen, Herzraum weit, Kopf gerne nach hinten legen und dann löst du auf, indem du die Arme nach oben streckst und in der Ausatmung die Ellenbogen wie Flügel nach außen ziehst. Einatmen, nochmal streck dich, Ellenbogen schieben nach hinten unten und dann machst du dich nochmal ganz rund, streckst dich und lässt die Arme wie Flügel nach hinten unten sinken. Lass hier so eine schöne Bewegung entstehen. Und
dann das nächste Mal streckst du die Arme nach oben, findest nochmal die Länge und in der Ausatmung legst du die Hände vor dir auf, stellst die Zehen um, bringst die Hände ein Stückchen mehr nach vorne und schiebst dich dann nach hinten oben in den herabschauenden Hund und kommst dir einmal ganz bewusst an auf deiner Matte, gerne die Fersen links, rechts in die Matte schieben und dir ganz viel Raum schenken in deiner Körperrückseite. Der Nacken entspannt, die Gesichtszüge weich. Atme nochmal tief, tief ein und alles aus. Einatmen, beug die Beine und lauf mit kleinen Schritten nach vorne. Komm in die halbe Vorbeuge, leg die Hände gerne auf die Schienbeine auf und in der Ausatmung ganz abtauchen, Vorbeuge Uttanasana. Dann beug die Beine und roll langsam auf, Wirbel für Wirbel, heb die Arme über die Seiten nach oben und in der Ausatmung bringst du die Hände vor dein Herz. Wir machen hier zwei Runden Surya Namaskar, komm in die Rückbeuge in der Einatmung und in der Ausatmung die Hände auflegen. Dann stellst du den rechten Fuß nach hinten auf, kommst in den Sprinter, spürst, wie du den Herzraum auch hier öffnest. Leg gerne die Fingerkuppen ab, dass der Rücken lang werden kann. In der nächsten Ausatmung bringst du den linken Fuß nach hinten, schiefe Ebene, Bauch aktiv, Rücken aktiv. Und in der Ausatmung legst du über die Knie, Brustkorb, Kinn oder Stirn ab und kommst in die kleine Cobra, Fußrücken am Boden. Und die Schulterblätter ziehen auch hier wieder mehr zusammen. Die Ellenbogen nah am Körper und in der Ausatmung stellst du die Zehen auf und schiebst dich wieder zurück in den herabschauenden Hund. Nochmal ganz viel Länge schaffen hier und steig dann mit dem rechten Fuß wieder nach vorne, zurück in den Sprinter und bring dann den linken Fuß mit nach vorne dazu, Vorbeuge. Beug die Beine in der Einatmung, heb die Arme über die Seiten nach oben und in der Ausatmung bringst du sie vor dein Herz. Nächste Runde einatmen, Rückbeuge, Bauch ist aktiv, ausatmen, abtauchen, ganz in die Vorwärtsbeuge kommen. Dann geht der linke Fuß nach hinten, legt dein Knie ab für den Sprinter, spüre nochmal die Dehnung deines Hüftbeugers, linke Seite, mach den Rücken lang und steig dann zurück in die schiefe Ebene, Schultern über den Handgelenken, der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule nach hinten, so dein Bauch ganz anspannen hier. Gut, komm über die Knie nach unten. Brustkorb, Kinn oder Stirn ablegen, einatmen, kleine Cobra, Schambein drückt in die Matte mit ganz viel Länge, den Oberkörper noch mehr heben. Dann stell die Zehen wieder auf, schieb dich wieder zurück in den herabschauenden Hund und schenk dir nochmal einen tiefen Atemzug hier, ganz viel Länge in deiner Rückseite erzeugen. Dann bring den linken Fuß nach vorne zurück, Sprinter, und dann kommst du mit dem rechten Fuß mit dazu. Beugst die Beine, rollst dich langsam auf Wirbel für Wirbel, hebst die Arme über die Seiten und in der Ausatmung bringst du sie vor dein Herz. Für die zweite Runde etwas dynamischer. In der Einatmung komm in die Rückbeuge, Bauch ist aktiv, ausatmen, abtauchen, ganz Vorbeuge. Einatmen, rechter Fuß steigt nach hinten, Sprinter und dann halte den Atem, schiefe Ebene und über die Knie oder ins Chaturanga in der Ausatmung. Einatmen, Cobra oder aufschauender Hund und ausatmen, kommt zurück, herabschauender Hund. Einatmen, rechter Fuß steigt nach vorne, wieder Sprinter und ausatmen, linker Fuß kommt mit nach vorne dazu. Beug die Beine, roll langsam auf, Wirbel für Wirbel, heb die Arme über die Seiten und bring in der Ausatmung die Hände vor dein Herz. Nächste Einatmung, nochmal Rückbeuge, oberer Rücken, Bauch ist aktiv, ausatmen, abtauchen, ganz in die Vorwärtsbeuge kommen. Bring den linken Fuß nach hinten, atme ein und halte den Atem schiefe Ebene, in der Ausatmung Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund und ausatmen, zurückkommen in den herabschauenden Hund. Einatmen, linker Fuß steigt nach vorne, Sprinter. Und aus, rechter Fuß kommt mit dazu, Vorbeuge. Einatmen, komm langsam wieder nach oben, heb die Arme über die Seiten und in der Ausatmung bringst du die Hände vor dein Herz. Kommst nochmal in die Rückbeuge in der nächsten Einatmung und tauchst ganz ab in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Dann lauf hier gerne mal kurz auf der Stelle, um die Beinrückseiten etwas aufzudehnen.
den Kopf ganz bequem hängen. Du kannst ja gerne mal den Kopf bewegen und komm dann in die halbe Vorbeuge einatmen, ausatmen, nochmal ganz abtauchen. Dann lauf oder spring nach hinten in die schiefe Ebene und in der Ausatmung Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Halte hier kurz, spür nochmal in die Öffnung deiner Körpervorderseite. Und in der Ausatmung tauch ab zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein schiebt lang nach hinten raus. Ausatmen, Knie nach vorne zur Brust. Einatmen, nochmal, rechtes Bein schiebt nach hinten. Und aus, Knie nach vorne zur Brust. Halte hier kurz, aktives Center. Und dann stell den rechten Fuß zwischen deine Hände auf und komm von hier aus in den High Lunge. Zentriere hier dein Becken gut und dann sinke gerne noch ein bisschen tief in deiner Hüfte. Versuch deine linke Ferse nach hinten zu schieben, streck dein linkes Bein mehr aus und öffne den Herzraum. Die Arme dürfen ruhig so ein bisschen mehr voneinander entfernt sein, als würdest du einen riesen Ball in deinen Händen halten, um den Herzraum ganz weit zu machen. Dann in der nächsten Einatmung komm mit langem Rücken nach vorne, aktiviere nochmal den Rücken, den Bauch, schieb die linke Ferse nach hinten und komm dann nach oben zurück, High Lunge, und lass dann die Arme über hinten unten kreisen. Nochmal so tief einatmen, komm in die Aufrichtung, lass die Arme über hinten unten kreisen und lass hier so die dynamische Bewegung entstehen. Einatmen, ganz langer Rücken und ausatmen, lass die Arme nach unten schmelzen. Okay, und dann verzahn die Finger hinter dem Rücken, bring die Schulter noch ein Stückchen mehr zusammen, Herzraum ganz weit. Und in der Ausatmung löse auf, die Arme ziehen nach oben zurück, bring die Hände auf die Erde. Und für einen Easy Twist geht der rechte Arm jetzt nach oben, dreh dich schön auf, Schultern stapeln, wenn es geht, schau nach oben zur rechten Hand. Atem fließt. Bring dann dein ganzes Gewicht auf deine linke Fußaußenkante und komm in Vashisthasana, Seitstütz. Bauch ist ganz aktiv, schieb dein Becken noch ein bisschen mehr nach oben. Und dann bring die linke Hand zurück und wir treffen uns in der schiefen Ebene, von dort aus Chaturanga Dandasana. Ein, aufschauender Hund. Aus, zurück, herabschauender Hund. Bring nochmal einen tiefen Atemzug, gerne nochmal auf der Stelle treten, kurz nachspüren. Und dann für die andere Seite heb dein linkes Bein nach hinten, dreibeiniger Hund, aus, Knie nach vorne zur Brust. Einatmen, schieb nochmal das Bein nach hinten und aus. Bring den linken Fuß zwischen deine Hände auf die Erde und komm dann ganz stabil nach oben in den High Lunge. Auch hier darf dein Herz wieder nach vorne strahlen, ganz viel Weite schaffen, lass die Schultern nach hinten und schmelzen. Atme tief ein, bis nach oben, bis zu den Schlüsselbeinen, ganz viel Prana und Energie einladen. Und dann auch hier wollen wir die Armkreise integrieren. Mach dich ganz lang im Rücken, komm nach vorne, heb nochmal den Oberkörper an, in die Aufrichtung komm und dann lass die Arme über hinten unten kreisen. Einatmen, komm lang nach vorne, heb die Arme und lass in der Ausatmung die Arme über hinten unten kreisen. Spür das, wie Atmung und Bewegung eins miteinander werden. Tief ein und alles ausatmen. Dann verzahn nochmal die Finger oder greif diesmal deine gegenüberliegenden Ellenbogen oder komm in Reverse Namaste, indem du die Handflächen hinter dem Rücken zusammenführst. Auch hier darf dein Herz nochmal nach vorne strahlen. Schenk dir ein Lächeln. Und bring dann die Arme nach oben, hier nochmal ganz viel Weite schaffen und in der Ausatmung die Hände auflegen für den Easy Twist. Geht der linke Arm jetzt nach oben, spür in die Drehung. Und wenn du soweit bist, kommen wir auch hier in den Seitstütz, rechte Fuß Außenkante, bring den linken Fuß auf den rechten dazu, schieb dein Becken nochmal ein Stückchen mehr nach oben und halt hier ganz stabil bleiben in der Körpermitte. Tief ein und aus, die linke Hand zurücklegen, schiefe Ebene und Chaturanga, dann das eine Ausatmung. Einatmen, aufschauender Hund und in der Ausatmung zurückkommen, herabschauender Hund. Auch hier tut gerne nochmal auf der Stelle ganz viel Länge schaffen in der Körperrückseite.
Komm in die schiefe Ebene, einatmen, ausatmen, Chaturanga Dandasana. Nochmal einatmen, aufschauender Hund und aus, zurückkommen in den herabschauenden Hund. Dann beug die Beine, laufe nach vorne oder spring und wir treffen uns gleich in der Navasana, in der Bootshaltung. Dein Bauch ist hier ganz aktiv, der Nabel zieht wieder Richtung Wirbelsäule, die Schultern ziehen nach hinten unten, halte den Rücken so gut es geht ganz lang und du kannst auch gerne die Beine gebeugt halten oder wenn du schon fortgeschritten bist, dann gerne die Beine auch ausstrecken. Pointe die Füße und spüre nochmal in deine Kraft, deine Körpermitte. Gut, ausatmen, leg die Füße auf, mach dich ganz rund im Rücken, spür kurz nach, lass den Atem fließen. Und dann rollst du dich langsam Wirbel für Wirbel nach unten ab und kommst in die Rückenlage. Ziehst die Knie einmal zu dir ran, schenkst dir ein paar schöne Kreise, bewegst den unteren Rücken dabei und stellst dann die Füße vor dir auf, dass du mit den Mittelfingern gerade so die Fersen berühren kannst. Die Knie zeigen zum kurzen Mattenrand und für die dynamische Schulterbrücke schiebst du dein Becken nach oben, die Arme nach hinten. Und in der Ausatmung lässt du dich wieder nach unten sinken. Das machen wir etwas dynamisch. Einatmen, Becken schiebt nach oben, streck die Arme nach hinten aus. Und aus, lass den Körper nochmal nach unten sinken. Einatmen, schieb dein Becken nach oben. Und aus, die Wirbelsäule Wirbel für Wirbel ablegen. Nochmal tief einatmen, öffne dich in der Körpervorderseite. Und dann in der Ausatmung verzahnst du die Finger unter dem Rücken, schiebst die Schultern noch ein Stückchen mehr zusammen, dein Kinn auf die Brust und spür jetzt einmal ganz viel Weite entstehen in deiner Körpervorderseite. Dein Becken bleibt stabil, Gesäß angespannt, sodass du die Stabilität gut halten kannst. Und dann schenk dir noch ein paar tiefe Atemzüge bis in den Herzraum. Nimm die Dehnung deiner ganzen Körpervorderseite wahr. Dann löse langsam auf, leg die Handflächen zurück und den Rücken wieder ablegen. Und für unsere nächste Haltung, unsere Peak Pose, das Rad, Urdhva Dhanurasana, darfst du gerne eben mit mir jetzt in die Peak Pose kommen, indem du die Hände neben deine Ohren ablegst, die Füße nochmal gut erdest und dein ganzes Gewicht in deine Handflächen, Fußflächen gibst und dann dein Becken nach oben schiebst und dann in dein Rad kommst. Urdhva Dhanurasana. Spür einmal ganz bewusst jetzt deine Öffnung im Herzen. Ja, das ist eine ganz dynamische und ganz aktivierende Haltung. Wiederhole hier gerne nochmal deine eigene Intention, die du dir heute gesetzt hast. Vielleicht ist es sowas wie, ich öffne mich für neue Möglichkeiten. Ich öffne mich für neue Möglichkeiten. Und dann komm langsam wieder raus, indem du dein Kinn auf die Brust zurücklegst und dich dann langsam Wirbel für Wirbel nach unten sinken lässt. Deine Knie zusammenführst, die Füße nach außen, eine Hand auf dein Herz, eine Hand auf den Bauch ablegst und hier dir Zeit nimmst, um nachzuspüren. Spüre den tiefen Atem und die Energie im ganzen Körper. Wir praktizieren noch eine zweite Runde. Du darfst natürlich auch gern die Schulterbrücke praktizieren oder nochmal mit mir ins Rad kommen, zweite Runde. Schieb auch hier dein Becken wieder nach oben und wenn du hier möchtest, dann lauf auch gerne die Füße ein Stückchen näher zu dir ran. Vielleicht kannst du die Fersen abheben und dann auch hier nochmal dir 3-4 tiefe Atemzüge schenken in dein Herzraum. Lass es hier ganz weit werden, ganz viel Raum entstehen. Tief ein und alles ausatmen. Nächsten Ausatmen, komm langsam zurück, Kinn Richtung Brust und dich dann achtsam wieder zurücklegen und auch hier kurz nachspüren. Leg nochmal eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf dein Herz, die Knie fallen zusammen, spür die Länge im unteren Rücken und nimm auch hier nochmal bewusst wahr,
Spür den Energiefluss im Körper und wie dein Herz strahlt. Und dann schieb dein Becken einmal auf die rechte Seite, die Knie auf die linke Seite, liegende Drehung. Dreh den Kopf auf die rechte Seite und lass bei jeder Ausatmung die rechte Schulter schwerer in den Boden sinken. Versuch wieder mehr loszulassen, den Atem zu vertiefen, der Praxis nachzuspüren und dem unteren Rücken erlauben, hier zu entspannen. Einatmen, zur Mitte zurückfinden, ausatmen, dreh dein Becken auf die linke Seite und dann streckst du deinen linken Arm aus und bleibst auch hier nochmal für ein paar Momente in der liegenden Drehung. Bei jeder Ausatmung schieb die linke Schulter mehr in den Boden und spür nach, vertief deinen Atem. Und dann atme ein und komm wieder zur Mitte, dreh dein Becken auch wieder zurück und dann greif hier nochmal deine Knie, mach dich rund im Rücken, Apanasana. Hier darfst du dir gerne nochmal so eine schöne Bewegung schenken, im unteren Rücken, nach links, nach rechts schaukeln. Und dann in der Ausatmung dich in die Rückenlage begeben für Shavasana, um hier nachzuspüren. Spüre deine Arme vom Körper entfernt, spüre deine Handflächen nach oben zeigen, dass du hier ja so eine empfangene Geste jetzt hast. Du darfst jetzt einfach nur für ein paar Momente in dich reinfühlen, wie es dir geht, wie geht es deinem Herzen. Verbinde dich hier nochmal mit deiner Intention und verweile hier, bis ich dich wieder zurückhole. Dann ist es langsam Zeit, wieder mehr und mehr den Atem zu vertiefen. Nimm mir nochmal ganz bewusst wahr, wie in der Einatmung sich zuerst am Bauch hebt, dann am Brustkorb und in der Ausatmung, wie sich dein Brustkorb und Bauch senken. Komm wieder langsam zurück in den Raum, in dem du jetzt bist. Und beginne, sanfte Bewegungen zuzulassen, die Zehen bewegen, die Finger bewegen, die Hand, die Fußgelenke kreisen und streck auch gerne mal die Arme lang nach hinten aus. Beug die Beine und komm über deine Lieblingsseite dann zum Sitzen zurück. In Sukhasana, in den Schneidersitz. Und wir schließen hier ab mit der dreiteiligen Yoga-Atmung. Finde hier einen aufrechten Sitz und bring die rechte Hand auf deinen Brustkorb, die linke Hand auf den Bauch. Und spür mal, wenn du jetzt einatmest, wie sich zuerst dein Bauch und dein Brustkorb heben. Und in der Ausatmung, wie sich Brust und Bauch senken. Und spüre bei jeder Einatmung, wie du den Atemraum in dir vollständig füllst, mit Prana, mit Energie, wie du bei jeder Ausatmung alles Alte und Verbrauchte durch den Ausatem abgibst. Schenk dir noch ein paar Runden so tiefe und vollständige Yoga-Atmung in deinem eigenen Tempo. Einatmen, Bauch, Rippen, Schlüsselbeine. Ausatmen, Schlüsselbeine, Rippen und Bauch senken sich. Dann lässt du den Atem natürlich weiter fließen, bringst die Hände vor deinem Herz ins Anjali Mudra zusammen und bedankst dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit
für deine Yoga-Praxis genommen hast. Und ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen. Namaste. Wenn dir das Video gefallen hat und du dich jetzt ein bisschen offener und leichter fühlst, dann würde ich mich sehr über ein Abo oder einen Kommentar freuen. Damit unterstützt du meine Arbeit und motivierst mich auch gleichzeitig, weitere Videos für den Kanal zu drehen. Ich danke dir.